Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag von Eulen und Lerchen: Wie tickt unsere innere Uhr? Von Professor Till Rönneberg. Gehalten am 8. Oktober 2013 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ja, vielen Dank, dass Sie nicht schlafen, sondern heute Abend hier sind. Es geht hauptsächlich heute Abend um Schlaf. Und ich sage es gleich vorweg, wir wissen über Schlaf noch viel zu wenig. Wir wissen, wie er zustande kommt und welche neuronalen Prozesse daran beteiligt sind und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen viele Details auch über seine Struktur im Gehirn und so weiter, aber so richtig wissen, was Schlaf ist, was guter Schlaf ist, wie man objektiv guten Schlaf messen kann, wie man überhaupt Schlaf anständig messen kann im Alltag und so weiter. Das sind noch offene Fragen. Mitten in meinem Vortrag werde ich dann drauf kommen, zu sagen, was wir in Zukunft vorhaben. Um Sie einzustimmen, zeige ich Ihnen ein Video, das hat normalerweise Ton, aber dieser Ton ist völlig irrelevant, denn es ist ein italienischer Ton und daher hat dieser Film auch englische Untertitel, sodass Sie das alles sehen können. Ich sage Ihnen die Geschichte, es ist ein motorradfahrender Italiener, der auf dem Weg in die Stadt ist. Und auf diesem Weg in die Stadt kommt er an einem Landwirt vorbei, der dort sehr gemütlich neben seinem männlichen Esel liegt. Und dann kommt es dazu, dass der Motorradfahrer anhält und den Bauern um die Uhrzeit fragt. Geht das, dass wir so ein bisschen dunkler machen zwischendurch für diesen Film? Deshalb habe ich Ihnen die Geschichte erzählt, man kann es schlecht lesen. Er fragt nochmal, was der Herr macht, ist, er fasst an das Skrotum seines männlichen Esels und sagt die genaue Uhrzeit. Und die Frage ist, wie macht er das? Wir wissen, dass das Skrotum ausgelagert ist, weil die Samen, die Spermien, sehr temperaturempfindlich sind. Jetzt ist zu spät, aber zum Schluss vielleicht nochmal. Vielen Dank. Und wir wissen auch, dass das Skrotum sehr gut durchblutet ist und vielleicht hätte der Bauer die Chance, an dem Esel die gegenwärtige Körpertemperatur abzulesen, denn die hat einen zirkadianen Tagesgang. Was ist ein zirkadianer Tagesgang? Was ist überhaupt eine zirkadiane Uhr? Nachdem man herausgefunden hat, dass alle Tiere und alle Pflanzen eine zirkadiane Uhr haben, und ich werde gleich darauf eingehen, was das überhaupt ist, musste man das ja auch bei Menschen nachweisen, weil wir sind ja was anderes, wir sind ja keine Tiere, oder? Auf jeden Fall muss man für den Menschen immer extra was nachweisen. Und deshalb musste der arme Herr Professor Aschoff, welcher mein Lehrer war, mit seinem Kollegen Herrn Wefer zusammen in Erlingen-Andechs, das ist dieser Berg, in dem man Bier trinken kann, ungefähr Fluglinie 500 Meter von diesem Kloster entfernt, hat er in einem Max-Planck-Institut einen Bunker in einen Hügel gebaut. Und dieser Bunker war vor allem abgeschirmt, was man überhaupt noch abschirmen kann, bis hin zu dem elektromagnetischen Feld. Natürlich kein Licht drin, kein Fernseher, kein Radio, keine Uhr und so weiter und so fort. Er war auch erschütterungsgedämpft. Und in diesem Bunker, wie er hieß, gab es zwei kleine Apartments mit einem Schlafzimmer, einer kleinen Kochnische und einer Duschnische. Und dort lebten Menschen teilweise für bis zu 4 Wochen oder länger. Es wurde diesen Experimenten oft vorgeworfen und ich kann diesen Vorwurf sehr gut nachvollziehen, dass dabei sehr seltsame Menschen untersucht worden sind, denn wer geht denn freiwillig für 4 Wochen in einen Bunker? Ich selber würde es auch nicht tun. Ich habe mit 17 angefangen, den Urin von diesen Menschen zu sammeln. Aber ich würde nie in den Bunker für 4 Wochen gehen. Und das, was Sie hier sehen, ist ein sehr schematisches Bild von dem, was passiert in so einem Bunker. Das ist Tag 1 des Experiments und das ist Tag 30, also einen Monat lang. Die erste Woche war eine Eingewöhnungswoche immer. Da waren die
Probanden hatten Kontakt zur Außenwelt, durften ihre Armbanduhr behalten, hatten Kontakt zum experimentellen Personal und so weiter und so fort. Daher dieser gelb-graue Licht-Dunkel-Wechsel. Und was Sie hier als Striche eingezeichnet sehen, ist eine Linie durch die jeweiligen Schlafmitten. Das heißt also, während dieser noch synchronisierten Phase oder dieser ersten Eingewöhnungswoche sind die ungefähr immer zur selben Zeit ins Bett gegangen und wieder aufgestanden, sodass die Schlafmitte, also wenn man einschläft um Mitternacht, um 8 Uhr aufwacht, dann ist die Schlafmitte wann? Um 4 Uhr, sehr richtig. Und die ist meistens dann ungefähr so um 4 Uhr rum. Wenn jetzt die Schleusen geschlossen werden, dann tritt bei den Leuten kein Chaos ein, sondern sie leben weiter einen sehr regelmäßigen Tag. Nur ist der nicht mehr genau 24 Stunden lang, sondern wandert so ein bisschen durch diese Lokalzeit durch. Die Lokalzeit ist hier unten aufgetragen. Hier unten, 12 Uhr, Mitternacht, 12 Uhr, Mitternacht und so weiter. Und wenn man jeden Tag etwas später ins Bett geht und etwas später aufsteht, dann wandert die Schlafmitte nach rechts. Bei den meisten Probanden tat sie das, bei ganz wenigen Probanden wanderte sie ein wenig nach links. Das heißt, die lebten innere Tage von etwas weniger als 23 Stunden. Der Rest lebte innere Tage sehr strukturiert von etwas mehr als 24 bis zu über 25 Stunden. Damit wurde also bewiesen, dass dieser Tagesrhythmus nicht einfach nur dadurch zustande kommt, dass wir auf die Uhr gucken oder vom aufgehenden Sonne geweckt werden und aufstehen und darauf reagieren, sondern dass es ein internes Programm ist, eine biologische Uhr dahinter steckt, die all das Ganze auch synchronisiert und generiert, diesen inneren Tag generiert, wenn man keine Verbindungen zu irgendwelchen sogenannten Zeitgebern hat. Licht-Dunkel-Wechsel ist ein wichtiger Zeitgeber, wie Sie noch sehen werden. Und jetzt mache ich 50 Jahre Forschung in 30 Sekunden. Was Sie brauchen, ist zur Synchronisation der inneren Uhr Licht. Und das darf nicht über die Haut, sondern muss über die Augen ins Gehirn. Das wandert dann als Information den Sehnerven hoch bis zur optischen Sehnervenkreuzung. Und über dieser Kreuzung liegt ein kleiner, paariger Kern, der hat ungefähr 10.000 Neurone auf jeder Seite. Und dieser kleine Kern hat Neurone, die in einem ungefähr 24-Stunden-Takt ticken und dem Rest des Körpers dann sagen, es ist Licht oder Dunkelheit. Mittlerweile wissen wir, dass auch innerhalb der Zelle so eine Uhr existiert, also auch innerhalb dieser Neurone. Es ist ein molekularer Prozess, ich werde allerdings nicht genau darauf eingehen, wie der funktioniert. Und mittlerweile wissen wir auch, dass jede Zelle im Körper so eine innere Uhr hat. Also jede Herzzelle, jede Nierenzelle hat ihre eigene innere Uhr. Und da die Herzzelle ja nicht nach draußen gucken kann und sagen kann, wo ist denn die Sonne, kriegt die Information von diesem Zentrum im Gehirn, diesem SCN oder suprachiasmatischen Nukleus. Das Wichtige, was Sie mit nach Hause nehmen sollten, ist auf der obersten Ebene, dass Ihr Partner weder faul noch langweilig ist. Auf der Ebene drunter, dass es eine hohe Individualität gibt, in wie wir Tage leben, also daher auch Lerche und Eulen, und dass man diese respektieren sollte, denn die haben alle einen Vor- oder Nachteil. Also die sind nicht besser oder schlechter. Und was Sie auch mitnehmen sollten, ist, dass alles, was Sie in Ihrem Körper erleben oder alles, was in Ihrem Körper passiert, oder ob das nun irgendwelche Hormone sind oder Zeitschätzung oder wie schnell sie freiwillig mit einem Finger tippen oder wie stark sie irgendwas zusammenpressen können oder wie schnell sie eine einfache Rechenaufgabe lösen können oder wie gut sie ein Gesicht erkennen können oder ihr Blutdruck oder ihre Temperatur. Hier, das stammt noch aus Bunkertagen, da hat man noch eine Rektaltemperatur gemessen. Letztens hat einer der Astronauten zu einem Kollegen von mir gesagt, ihr könnt alles mit uns machen, außer Psychologen und Rektalthermometer. Das braucht man auch heutzutage nicht mehr, also die Psychologen vielleicht noch, aber die Rektalthermometer nicht mehr. Alles ist von der inneren Uhr abhängig und nicht so sehr von dieser äußeren. Also was Sie hier auf der Armbanduhr lesen, ist nicht, und das haben die wenigsten Ärzte begriffen, weil die geben Ihnen immer Medikamente nach irgendwelchen Lokalzeiten, also nach dieser Uhr.
Sie müssten aber eigentlich ihnen die Medikamente geben nach ihrer Innenzeit, nach ihrer individuellen Innenzeit. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwo dahin kommen. Jetzt habe ich ganz viel von Individualität gesprochen und diese Individualität, die haben Sie schon gesehen, Sie haben es noch nicht gemerkt. Oder Sie haben es gemerkt. Was Sie ja gesehen haben hier, ist, dass verschiedene Menschen in dieser Bunkersituation einen ganz verschiedenen langen Tag leben. Und was die Aufmerksamen von Ihnen gesehen haben, ist, dass es einen systematischen Zusammenhang gibt, ist, dass die Leute, die einen sehr, sehr langen Tag leben, sich freiwillig auch sehr spät in den Nacht, in den Tag-Nacht-Rhythmus eingebettet hatten in der Zeit, wo sie noch synchronisiert waren, während die Menschen, die einen eher kürzeren Tag in dieser absurden, nicht natürlichen Umwelt gelebt haben, diejenigen waren, die sowieso sehr früh dran waren im Tages- oder in der Verhältnis zu Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und da ich aus dem Labor raus wollte, ich habe 20 Jahre lang die Uhr untersucht auf zellulärer Ebene im Labor und ich merkte, wir wissen schon wahnsinnig viel, wir wissen nicht alles, aber wir wissen noch überhaupt nichts über, wie die Uhr da draußen funktioniert, haben wir uns überlegt, wie können wir das prüfen? Weil der Mensch ist nämlich ein wunderbares Versuchstier unter einer Bedingung und die Bedingung ist, Sie müssen Tausende untersuchen und dann kriegen Sie richtig gute Daten. Wenn Sie einen fragen, macht man ja, ich habe immer an Algen geforscht, da habe ich auch nie eine einzige Alge gefragt, das waren immer mehrere Tausende. Und da ich von Algen kam, habe ich natürlich den Anspruch gehabt, jetzt will ich immer mehrere Tausende von Menschen untersuchen. Und wie mache ich das? Weil der Bunker ist zu klein dafür und außerdem sind die Experimente zu teuer. Und dann kamen wir drauf, dass wir mal versuchen sollten, einfach einen ganz einfachen Fragebogen zu entwickeln, der nicht fragt, was würden Sie gerne tun und solche psychologischen Fragen stellt, sondern ganz einfache Fragen stellt, nämlich wann gehen Sie ins Bett generell? Denken Sie mal nach über die letzten 3 Wochen oder 4 Wochen, wann gehen Sie ins Bett? Um wie viel Uhr gehen Sie ins Bett? Und das ganz Wichtige war, und das ist trivial, aber es war erstaunlich, das hatte bis dahin nie jemand gemacht, ist das ganze Fragen einmal für Arbeitstage und einmal für freie Tage. Und Sie sehen, dass wir auch hier so Bildchen haben. Das erste Bildchen steht, wann gehe ich ins Bett? Und dann das zweite Bildchen heißt, bedenken Sie, wenn Sie im Bett sind, wenn Menschen im Bett sind, dann machen Sie manchmal noch andere Dinge als schlafen. Wir haben jetzt relativ neutral da so ein Buch eingezeichnet. Und dann kommt die Frage, und wann bereiten Sie sich vor zum Schlafen? Und die Cartoons wurden deshalb dazu geführt, weil wir am Anfang schon immer wieder festgestellt haben, auch wenn wir diesen Fragebogen vorgelegt haben, dann hatten wir Leute, die sagten, sie gehen ins Bett um 10 Uhr abends und auf die Frage, wann machen sie sich fertig zum Schlafen, sagt die um 6 Uhr abends. Und dann haben wir gesagt, wie sollen wir das jetzt verstehen? Und dann haben die gesagt, ja, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich meinen Schlafanzug an. Und dann bedachten wir, dass es natürlich gewisse individuelle Gewohnheiten gibt, die durchaus die Formulierung, wann machen Sie sich zum Schlafen fertig, als 6 Uhr abends rechtfertigen. Und deshalb haben wir diese Bilder dazu gemacht. Dann ist die nächste Frage, wie lange brauchen Sie zum Einschlafen? Und dann die nächste Frage, wann schlafen Sie wirklich ein? Wann schlafen Sie ein? Und dann ist die Frage, wann wachen Sie auf? Und dann ist die Frage, wann stehen Sie auf? Auch das wurde in der Schlafforschung nie so richtig unterschieden. Die sprechen von Bedtime. Und Bedtime ist was ganz anderes als Sleeptime. Deshalb haben wir das getrennt gefragt. Und wir haben natürlich auch gefragt, ob die Menschen mit einem Wecker aufstehen oder ohne einen Wecker. Und wie gesagt, das Ganze für freie Tage und Arbeitstage getrennt. Wichtig für uns sind die freien Tage, aber wir müssen die Informationen von den Arbeitstagen auch wissen, weil die nämlich einen Einfluss haben auf, wie Menschen an freien Tagen schlafen. Und dann können wir aus diesen beiden, können wir dann errechnen, was für ein Chronotyp jemand ist. Und dieser Internet-Fragebogen, das ist im Internet, da können Sie hingehen, das ist www.theweb.org. Da können Sie den Fragebogen, der heißt Munich Chronotype Questionnaire, finden. Und Frau Ratake meinte, ich sollte Sie aufmerksam machen, dass Sie das ausfüllen. Das wäre sehr schön. Allerdings, wenn ein Franzose unter Ihnen ist, wäre das noch besser, weil da haben wir sehr wenig Daten, wie Sie sehen.
Von Deutschland haben wir sehr viele Daten. Das ist übrigens nicht Deutschland hier, ja, sondern das ist Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland und ein bisschen Dänemark. Dann sehen Sie ganz klar, wenn Sie soweit überhaupt das Kleine sehen können, den Umriss von Großbritannien. Und dann sehen Sie hier, dass die Franzosen nicht so gerne Fragebögen ausfüllen. Das haben wir immer wieder versucht, immer wieder auch, die Engländer übrigens auch, aber die haben wir mal gekriegt während der Fußballweltmeisterschaft, haben wir ihnen gesagt, dass die Deutschen schon, dass wir alles über den Schlaf von Deutschen wissen, aber nicht wissen, wie sich die Engländer mit den Deutschen verhalten im Schlaf. Und da haben wir dann plötzlich 6.000. Ja? Und wir mussten die dann enttäuschen, die Engländer, die sind genauso wie die Deutschen eigentlich. Haben aber weniger sozialen Jetlag, wie Sie später sehen werden. Aber, so, die Frage ist, wann schlafen wir? Also das ist ja das, was wir eigentlich untersuchen. Wann schlafen wir? Wenn ich wir sage, meine ich das nicht wie Krankenschwester, sondern ganz generell wir Menschen. Und das ist ganz erstaunlich, denn wenn Sie jetzt sich angucken, was wir machen, ist, wir interessieren uns hauptsächlich für die freien Tage. Da muss ich hindrücken. Für die freien Tage. Und da wollen wir einen Wert haben, der Sie bestimmt als Chronotyp und nicht ein Einschlafzeitpunkt, ein Aufwachzeitpunkt, weil Sie, wie Sie sehen werden, Schlafdauer, die individuelle Schlafdauer ist nochmal andere biologische Eigenschaft. Und insofern ist es wichtig, dass wir einen Zeitpunkt haben, an dem wir den Schlafzeitpunkt festmachen können. Und damit fangen wir an mit der Mitte des Schlafes an freien Tagen. Und ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, in dem Fall ein anderes Beispiel, Sie schlafen um 1 Uhr auf, wachen um 9.30 Uhr ohne Wecker auf und dann haben Sie die Mitte Ihres Schlafs an freien Tages 4:45. Und wenn Sie jetzt anschauen, wie die Verteilung in der Bevölkerung ist, dann sehen Sie, dass diese Verteilung von der Mitte der Schlafphase, die mittlere Schlafphase an freien Tagen, und das sind mittlerweile über 150.000 Leute, eine sehr schöne Verteilung zeigt, aber dass diese Verteilung sehr, sehr breit ist. Da sieht man zwar nicht viel, aber da gibt es noch viele, viele Menschen natürlich hier, nicht so viele wie in der Mitte. Aber auch diese Menschen die extremen Frühtypen und die extremen Spättypen sind bis zu 12 Stunden unterschiedlich. Und jetzt sehen Sie, was ich damit meine. Der Arzt müsste sich für Ihre Innenzeit interessieren, weil eine wichtige Dosis von irgendeinem Medikament, da könnten Sie dann plus minus 6 Stunden falsch liegen, wenn Sie sagen, das nehmen Sie mal um 9 Uhr. So ein Fragebogen kann man sagen, ja, was sagt denn der Fragebogen, da führen die Leute irgendwas aus. Das mag manchmal auch sein, deshalb braucht man viele Menschen. Aber wenn man Menschen das ernsthaft ausfüllen lässt und sie dann ins Labor holt und dann biochemische Parameter misst, dann kann man zeigen, und ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, dass die Uhrzeiten, die sie in diesem 6-minütigen Fragebogen ausfüllen und die wir dann auswerten, dass die hochkorrelieren mit irgendwelchen biochemischen Parametern, die man misst im Labor, wie zum Beispiel das Auf und Ab des Cortisols oder das Auf und Ab des Melatonins, eines Hormons, das die Dunkelheit intern repräsentiert. Oder wenn wir Aktivitätsmessungen machen und aus diesen Aktivitätsmessungen, das sind so kleine uhrenartige Handgelenksapparate oder Apparätchen, die man tragen kann. Und aus diesen können wir über Wochen hinweg den Schlaf und die Aktivität rausholen. Und all das passt wunderbar zusammen. Also, es gibt eine genetische Disposition dafür, das wissen wir von sowohl Tierexperimenten und Pflanzenexperimenten als auch von humangenetischen Experimenten wissen wir, dass es eine genetische Disposition gibt, um ein bestimmter Chronotyp zu sein. Das ist aber längst nicht alles. Ein ganz wichtiger Faktor kommt nämlich noch hinzu, und das ist das Alter und Geschlecht. In vielen Dingen, die wir machen, zeigen wir letztendlich Trivialitäten. Und dies ist so eine Trivialität, aber der Unterschied zu dem ich glaube, das ist so und ich habe es gemessen, ist riesig. Und wir haben meistens dann auch sehr oft Eindrücke, Erkenntnisse, die wir vorher gar nicht hatten. Dies ist das Alter von 10 bis 80. Und das ist die Mitte des Schlafes in den verschiedenen Altersgruppen. Und Sie sehen hier keine Standardfehler, weil die sind so klein bei diesen großen Mengen, dass die hinter den Punkten verschwinden.
Das ist früh, 3 Uhr Mitte des Schlafes, das ist 6 Uhr Mitte des Schlafes, das ist also sehr spät. Die 6 Uhr wäre, dass jemand um 2 Uhr einschläft und um 10 Uhr wieder aufwacht. Wir haben noch spätere. Das sind aber Durchschnittswerte. Durchschnittswerte für bestimmte Altersgruppen. Und Sie sehen die Trivialität, Kinder sind früh. Kennen wir alle. Und Sie sehen auch die Trivialität, Teenager sind spät. Kennen wir auch alle. Nur denken wir immer, dass sobald die 16 sind, sind sie plötzlich spät. Nein, die werden graduierlich später. Was wir überhaupt nicht wussten, ist, dass bei Mädchen mit 19,5 das wieder umkippt und bis in den Sarg hinein alles wieder früher wird. Und bei Jungs mit 21 bis 22, die sind immer so ein bisschen später dran in der Entwicklung. Daher kommt es auch, dass statistisch gesehen Männer meist, weil die nämlich länger noch viele Jahre oder mehrere Jahre gegenüber den Frauen sich noch weiter verspäten, bis sie dann umkippen, sind die im statistisch gesehen später dran. Sie sind spätere Chronotypen als Frauen. Und einer der Dinge, die man jetzt interpretieren könnte, ist, diese Daten zeigen auch, warum Frauen, denn das sind ja die Frauen, die auswählen, warum Frauen ältere Männer erwählen. Und das macht unheimlich Sinn, weil die können dann zusammen frühstücken. So, das ist unser Schlafzeitpunkt und wie er so in der Bevölkerung verteilt ist. Jetzt muss man bedenken, die Schlafdauer ist ein eigener, nochmal eine eigene Eigenschaft, eine getrennte Eigenschaft. Unter den Frühtypen gibt es genauso viele Kurz- oder Langschläfer wie unter den Spättypen. Deshalb ist es immer so ärgerlich, wir Deutsche sind immer stolz darauf, dass unsere Sprache logisch ist. Dennoch redet jeder von Frühaufsteher und Langschläfer. Der Gegensatz zu früh ist nicht lang, sondern der ist kurz. Also der Gegensatz zu früh ist spät und der Gegensatz zu lang ist kurz. Da sehen Sie schon, dass unsere Moral, selbst unseren Anspruch, logisch zu sein, übertüncht, weil wir von Frühaufstehern und Langschläfern reden. Das stimmt nicht. Leute, die spät aufstehen, haben notwendigerweise nicht lange geschlafen, sondern die sind eben sehr spät dran. Das ist die Verteilung von 3 Stunden, das gibt es. Es gibt Leute, die mit 3-4 Stunden auskommen können, bis hin zu 12 Stunden. Und Sie sehen, also zwischen 10 und 12 Stunden gibt es wieder sehr wenige. Zwischen 6 und 3 Stunden gibt es auch sehr wenige. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele. Was ich Ihnen hier zeige, ist die durchschnittliche wöchentliche Schlafdauer. Okay? Das ist die durchschnittliche wöchentliche Schlafdauer. An Arbeitstagen schlafen wir statt signifikant, nicht sehr viel, aber signifikant kürzer als die durchschnittliche Schlafdauer. Und daraus können Sie schon sehen, dass wir an freien Tagen hochsignifikant länger schlafen, weil wir nämlich diese 5 Tage der Schlafdeprivation wieder aufholen müssen. Und das Bild habe ich nicht dabei, aber ich kann Ihnen zeigen, dass sehr späte Chronotypen müssen die Hälfte ihrer freien Tage verpennen, damit sie ihre Schlafdefizit, das sie über die Woche hinweg aufgesammelt haben, wieder reinholen. Auch da gibt es eine triviale, wenn ich trivial sage, meine ich, das wissen wir schon. Kinder schlafen länger als Erwachsene. Aber hier sehen Sie eben die auch wieder von 10 Jahren bis 80, von 6,5 Stunden bis 10 Stunden. Und hier sehen Sie die Mittelwerte für die Altersgruppen. Sie sehen, 10-Jährige brauchen noch im Durchschnitt bis zu 9 Stunden Schlaf, schlafen dann rapide kürzer bis zu so einem Alter von 17, 18, 20. Und dann schlafen sie über den Rest ihres Lebens immer noch so ein bisschen kürzer. Und das ist neu. Früher dachte man immer, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Das ist nicht so. Wir kommen darauf noch zurück, dass diese triviale Grafik kennt die Wissenschaft eigentlich schon. Nicht in diesen Details, aber sie kennt sie schon. Was sie nicht kennt, zeige ich Ihnen später. Also wir kommen darauf zurück. Einer der ganz wichtigen anderen Faktoren, die bestimmt, was für ein Chronotyp wir sind, ist Licht oder Dunkelheit.
beziehungsweise Licht und Dunkelheit. Das ist unser für die innere Uhr der wichtigste Zeitgeber. Und eines meiner Lieblingsexperimente mit der Datenbank war die Frage, können wir diese alten Bunkerversuche nochmal sozusagen wiederholen, indem wir beweisen können, auch der Mensch ist ein Hamster. Und die Hypothese, die wir aufgestellt haben, war, wenn dem so ist, dann müsste er mehr auf die innere Uhr des Menschen mehr auf das Licht hören als auf die Tagesschau. Und das kann man machen, weil wir alle in einer Zeitzone wohnen. Und das haben wir gemacht. Und meine Tochter, die Filmemacherin ist, die immer sagt, eure Grafiken, die versteht niemand. Ich mache dir mal einen kleinen Film. Und jetzt sehen Sie, Sie sehen dann sehr schnell, warum das wichtig ist, weil das, was ich Ihnen gerade in Worten gezeigt habe, könnte ich Ihnen auch in Grafiken zeigen, aber so ist es eigentlich viel schöner. Was nämlich passiert in der Zeitzone, ist, dass von Osten nach Westen an freien Tagen wir zeigen können, dass die Menschen pro Längengrad 4 Minuten später aufstehen. Und das ist genau die Zeit, die die Sonne braucht, um über einen Längengrad zu gehen. Das zeigt, das kann man in der Datenbank dann auch nochmal schön darstellen, grün heißt hier sehr früh, dunkelrot oder feuerrot heißt sehr spät. Und Sie sehen in der Datenbank, das ist so von Wien ist hier, Prag ist da, Budapest ist da, da wird es immer später, immer später. Und dann wird es in England wieder früher, die leben in einer anderen Zeitzone. Haben wir aber noch nicht genug Daten, um das so schön zu zeigen wie hier. Was aber auch ganz schön ist, diese armen Leute in Galizien, in Santiago de Compostela, müssen nach Prager Zeit leben. Dabei sind sie westlicher als Cornwall. Und die sind natürlich sehr, sehr spät dran. Also diese ganzen Daten zeigen wunderbar, unsere innere Uhr ist vom Licht abhängig, wie bei allen Pflanzen und Tieren. Das kann man auch über den Jahresverlauf zeigen. Hier haben wir Dezember, da nochmal Dezember und da nochmal Dezember. Die Tage werden immer länger im Sommer, deshalb wird der Sonnenaufgang, das ist diese graue Kante, früher und dann wird sie wieder später, in den Winter hinein wird sie wieder früher. Und was Sie sehen, ist, dass unsere innere Uhr diesen Rhythmus irgendwie mitmacht. Das heißt, wir schlafen im Winter übrigens etwas länger und etwas später als im Sommer. Das spricht alles dafür, dass Licht einer der wichtigsten Faktoren ist, die unsere innere Uhr synchronisiert und die damit auch den Schlaf synchronisiert. Aber, und jetzt kommt's, jetzt wird's spannend. Bis jetzt haben Sie eigentlich nur eine Einführung gekriegt über das, warum das spannend ist, was ich Ihnen jetzt sage. Überlegen Sie mal, unsere Lebensumstände haben sich wirklich drastisch verändert. Wissen Sie, wie man das Licht ausschaltet? Hier im Saal? Ja, das wäre gut, weil jetzt kommt nämlich wieder ein Film meiner Tochter, der das, was ich Ihnen erzählt habe oder erzählen möchte, filmisch darstellt. Wir sind nicht mehr draußen. Und wir machen nachts Licht. Und das hat unser gesamtes Schlaf-Wach-Verhalten vollkommen verändert. Früher waren wir Landarbeiter, wir waren draußen. Und dann sind wir im Laufe der Industrialisierung sind wir in die Stadt gewandert und das ist eigentlich so dunkel jetzt wiederum normalerweise nicht, so in der Stadt aber und auch im Film nicht, aber leider ist das jetzt so. Und in dieser Stadt sind wir ständig drinnen und selbst wenn draußen die Sonne schon untergegangen ist, sitzen wir immer noch vor der Glotze oder vom Computer oder haben Licht angeschaltet. Und das hat Riesenkonsequenzen. Das heißt, wir kommen in der Industrialisierung von einem Zustand, wo wir mal gerade eine Kerze hatten, über etwas bessere, aber immer noch feuerbedingte und daher auch von ihrer Lichtfarbe her sehr wenig blauhaltige Funzeln, bis hin zu der jetzt verbotenen, immer noch schönen, letztendlich für die Biologie sehr, sehr guten Glühbirne, die auch mehr Warmlicht abgibt als Blaulicht. Und jetzt haben wir so diesen Kram hier. Ja? Sie sehen, die Lichtfarbe ist ganz anders, sie ist kalt. Was tagsüber okay ist. Aber Sie werden sehen, diese Blauhaltigkeit des Lichts ist für die innere Uhr hocheffektiv. Und daher ist es ein Blödsinn, dass wir immer mehr Blau hinzufügen. Außer wir machen tagsüber Licht an.
Und das, was ich mit der Lichtindustrie immer versuche zu besprechen und auch Gott sei Dank Erfolg habe, weil es ja auch heißt, dass sie viel Geld verdienen können, ist, wir brauchen dynamische Lampen, die spektraldynamisch sind. Die merken, draußen geht die Sonne unter, jetzt muss ich die Blauanteile rausnehmen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig, da wir immer drinnen wohnen, haben wir nicht mehr kleine dunkle Kamitten mit kleinen Fenstern, sondern wir versuchen uns so viel Tageslicht reinzubringen wie möglich, aber das gelingt uns natürlich nicht, weil selbst mit einem Riesenfenster, so wie hier, wenn man da ein bisschen weg ist vom Fenster, da gibt es einen exponentiellen Abfall und Sie haben, wie Sie gleich sehen werden, sehr viel weniger Licht. Wir messen, wir fragen nicht nur Leute, sondern wir messen auch ganz viel in ganz vielen Menschen. Und was Sie hier sehen, ist so ein Tagesprofil von dem Licht, das man gemittelt über 3 Wochen von morgens, von Mitternacht bis Mitternacht so abbekommt. Und dies ist ein ich weiß jetzt nicht, warum das auf Deutsch ist. Auf Englisch ist, das ist auf Deutsch. Okay, das Blaue ist ein Lichtprofil eines Menschen, der im August auf der nördlichen Hemisphäre tagsüber auf einer überdachten Veranda arbeitet. Der kriegt so maximal 6.000 Lux, das ist anständig. Die Leute, die drinnen arbeiten, kriegen viel weniger. Und die rote Linie, die Sie hier sehen, ist jetzt von jemand ganz anders. Das ist ein Büroarbeiter in Porto Alegre, in Brasilien, und zwar im Januar. Und auch dieser kriegt ungefähr 6.000 Lux. Der kriegt das aber nur auf dem Weg ins Büro und auf dem Weg nach Hause. Und dazwischen hat er sehr viel weniger. Jetzt denken Sie, ja, das ist ein bisschen triviale Unterschied, das hätte ich mir schon denken können. Aber ich will Sie natürlich auf einen ganz bestimmten Weg lenken, damit Sie das nächste Bild richtig gutieren können. Weil jetzt zeige ich Ihnen, was ein Landarbeiter kriegt. Diese Kurven haben Sie gerade gesehen. Das sind wir. Wenn wir Glück haben, wenn wir mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren oder wenn wir auf einer Terrasse arbeiten, auf einer überdachten. Im Vergleich dazu, wenn wir draußen arbeiten würden, würden wir dieses Licht kriegen. Es ist um den Faktor 1000 einfach höher und das summiert sich im Laufe des Tages. Und vor allen Dingen ist das Licht, das wir nachts uns machen, hat eine Lichtgeschichte. Der Körper reagiert darauf ganz anders. Wenn er einen solchen Lichttagesgang hatte, dann sagt die innere Uhr, ja, also diese 100 Lux aus der Funzel, diese Nacht. Während wir tagsüber maximal im Durchschnitt 200-300 Lux bekommen, wie wir als Büroarbeiter in größeren Städten das tun, dann ist natürlich 100 Lux abends was ganz anderes. Das ist im Vergleich zu dem, was die innere Uhr als Tag interpretiert hat, sehr hell. Was ist aber nachts? Das ist ja jetzt tagsüber und das ist so groß, dass wir gar nicht sehen können, was nachts ist. Wir untersuchen auch Leute, die ohne Elektrizität leben. Und da sehen Sie jetzt von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens so ein Lichtprofil von jemand, der ohne Elektrizität lebt. Und raten Sie mal, wie viel Licht das da ist. Im Maximum 4 Lux. Kann man immer noch bei sehen. Ja? 4 Lux. Und jetzt zeige ich Ihnen das Tagesprofil von uns. Und im Vergleich das Nachtlichtprofil von uns ist das rote und im Vergleich dazu das Lichtprofil, das Menschen kriegen, die keine Elektrizität haben. Was also gemacht wird, ist, tagsüber reduzieren wir unsere Lichtexposition und nachts erhöhen wir sie, sodass jetzt alles wie schwimmi, waschi wird. Und jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Wir haben ja so das Verständnis, dass wir einschlafen nach Sonnenuntergang und aufwachen, ja, Sie sagen vor. Sie sind ja auch, Sie sind nicht mehr da bei den 20er-Leuten, also die so 20 waren. Die sagen das nicht. Die sagen nach Sonnenaufgang. Aber das ist vorteilhaft. Ich liebe das, wenn ich nach Amerika fliege. Ich bin auch ein Spättyp heute, auch immer früher, das ist auch gut. Aber wenn ich nach Amerika fliege, dann wache ich um 5 Uhr morgens auf und bin hellwach. Das bin ich hier nie, weil da hat meine innere Uhr sich noch nicht umgestellt. Aber jetzt passiert was ganz Spannendes. Jetzt machen wir ein System, das sich von der Evolution her so entwickelt hat, wir haben ein Draußenlicht und das geht an und aus. Ja? Und dieses Draußenlicht
ist das Licht, das unsere innere Uhr im Gehirn synchronisiert. Und die gibt dann allen Zentren, die was mit Schlaf zu tun haben, ein Fenster vor, in dem sie sagt, so, jetzt schlaf mal ein. Oder so, jetzt wach mal auf. Das war die ursprüngliche Situation. So hatte die Evolution das vorgesehen. Was machen wir? Wir machen es folgendermaßen. Wir haben jetzt hier fast Dauerlicht. Und jetzt passiert etwas ganz Seltsames. Der Ausgang von der inneren Uhr, der den Schlaf bedeutet, wird gleichzeitig wieder ein Eingang in die innere Uhr und wir schließen einen Zirkel. Weil unter den modernen Bedingungen geben wir unserer inneren Uhr Dunkelheit nur, wenn wir schlafen. Und das ist nie von der Evolution so vorgesehen worden. Deshalb haben wir heute ganz viele Menschen, die trotz, obwohl sie sehen können, deren innere Uhr nicht mehr synchronisiert ist, oder sie sind synchronisiert zu einem ganz, ganz komischen Zeitpunkt. Das führt dazu, dass wir so eine breite Verteilung von Chronotypen haben, weil je flacher wir die Signale für unsere innere Uhr machen, desto früher werden die Frühtypen und desto später werden die Spättypen und dann wird die ganze Verteilung auseinandergezogen. Ist nicht alleine eine Eigenart des Menschen. Davide Dominoni hat etwas sehr Tolles gemacht. Er hat nämlich Amseln untersucht, die auf dem Land im Wald wohnen und solche, die mal in der Stadt wohnen. Und hat die ganz lange beobachtet und registriert und hat dann gesagt, welche Chronotypen gibt es bei den Landamseln und welche Chronotypen gibt es bei den Stadtamseln. Und links sehen Sie das, was wir für den Menschen kennen. Und das ist das, was wir für die Amseln. Genau dasselbe. Andere Richtung, aber genau dasselbe. Tom Wehr hat einmal ein fantastisches Experiment gemacht, in dem er Menschen sagt, ihr dürft leben, wie ihr wollt, aber sobald die Sonne untergegangen ist, müsst ihr in euer Apartment gehen und ich mache vorher in eurem Apartment, stelle ich sicher, dass kein Licht in das Apartment kommt. Und dass auch keine Glühbirne funktioniert. Das heißt, ihr dürft jetzt eine Woche so leben, wie ihr immer lebt. Und dann müsst ihr mehrere Wochen, könnt ihr tagsüber machen, was ihr wollt. Aber nachts müsst ihr in euren dunklen Apartment sein. Und das ist hier jetzt der Zustand, den wir kennen. Also obwohl das im Oktober war, also dieselbe Jahreszeit wie jetzt, es war zwar in Washington, aber ungefähr das gleiche wie hier, obwohl etwas südlicher, hat man so 16 Stunden Licht, weil man ja ungefähr 8 Stunden schläft. Man hat 16 Stunden Licht. Unter den neuen Bedingungen wurden natürlich die Lichttage sehr viel kürzer und die Dunkelheitsnächte sehr viel länger. Und dann sah man etwas ganz Erstaunliches. Dass dieses, was wir alle als guten Schlaf bezeichnen, nämlich einschlafen und wieder aufwachen, das ist eine moderne Sache. Früher ist man nicht eingeschlafen, wieder aufgewacht. Man hatte teilweise 16 Stunden Zeit zum Schlafen und es wäre Blödsinn. Die Natur braucht nicht 16 Stunden Schlaf. Also das haben wir ja gesehen in der Verteilung von dem Schlafbedürfnis. Braucht man nicht 16 Stunden Schlaf. Aber trotzdem verteilt sich dann der Schlaf praktisch episodisch auf die Nacht. Und alle Menschen, die nachts aufwachen und das furchtbar finden, die sollen zugeben, dass sie das nur furchtbar finden, weil sie nämlich wissen, gleich geht der Wecker. Wenn dem nicht so wäre, kann man doch Abwasch machen, oder? Also es gibt keinen Grund, warum man nicht irgendwie wie ein bisschen was machen könnte. Dieser Wecker, das ist was ganz Erstaunliches. Wie viel Zeit habe ich noch? Gut. Und ich habe letztens angefangen, das mit dem Wecker mit einer Geschichte zu untermalen, damit das jeder versteht. Und zwar benutze ich die Waschmaschine dafür. Und was ganz Erstaunliches war, ich habe das auf einer Frauenkonferenz gesagt, worauf alle Journalisten sagten, typisch für diesen Chauvinisten. Er dachte, er müsste den Frauen die innere Uhr mit Hilfe einer Waschmaschine erklären. War überhaupt nicht meine Absicht, aber so wird man missverstanden. Ich erzähle Ihnen auch die Geschichte der Waschmaschine. Glauben Sie, dass die
Hersteller von Waschmaschinen. Unter dem Druck von Konkurrenten, unter dem Druck von Konsumenten, unter dem Druck von neuen Gesetzen bezüglich Elektroverbrauch und Wasserverbrauch zu einem relativ optimierten Programm gekommen sind, sodass sie weniger Energie verbrauchen als die Konkurrenz und trotzdem dem Verbraucher nicht eine Dreckswäsche bringen. Glauben Sie das? Hand hoch. Haben Sie alle keine Waschmaschine oder was ist? Ist doch ganz klar. Ich meine, jemand, der eine Waschmaschine verkauft, die wahnsinnig wenig Strom verbraucht, aber Sie kriegen eine nasse, dreckige Wäsche raus, die kaufen Sie nicht. Und ebenso jemand, der eine sehr schöne Wäsche macht, aber ihre Stromrechnung ist riesig, die kaufen sie auch nicht. Also gibt es einen Druck, dieses Programm zu optimieren. Können wir uns darauf einigen? Ja. Gott sei Dank. So, und wer von Ihnen geht jetzt in den Keller und sagt nach 20 Minuten, das ist jetzt genug. Und was kriegen Sie raus? Ein Schnellgang. Gut, dann sage ich nach 10 Minuten. Kämen Sie auf die Idee, bevor der Waschgang zu Ende ist, draufzudrücken und zu sagen, jetzt ist genug? Sie schon. Ja, aber Sie sind in der Minderheit jetzt. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, weil ich wüsste, dass dann die Wäsche noch nass und nicht unbedingt sauber ist. Und noch Seifen. Hören Sie zu. Seifenwasser ist da noch drin. Und Sie haben vollkommen recht, es ist noch nicht fertig. Und es muss Programme durchlaufen. Und genauso ist das mit unserem Schlaf. Der muss auch Programme durchlaufen. Und den hat wiederum die Evolution optimiert. Aber wir alle gehen hin und drücken drauf und sagen, jetzt ist genug. Das ist der Wecker. Sozusagen laufen wir alle als nasse, dreckige Wäsche rum. Ja, das meine ich ernst, weil man kann zeigen, dass Schlafmangel dazu führt, dass man noch nicht mal erkennen kann, was der Partner gerade einem von der Mimik her sagen will. Gibt es schöne Experimente drüber. Also, unsere Schlafkultur hat sich unheimlich verändert und wir wissen aber sehr wenig darüber. Da gibt es das Tom Ware-Experiment, aber eigentlich so richtig, wie Leute geschlafen haben, vor 200 Jahren wissen wir nicht. Und jetzt kommt eine einmalige Chance, die ich in Brasilien gefunden habe. Dort gibt es nämlich einen schwarzafrikanischen ehemaligen Sklaven, eine Sklavenpopulation, die sich irgendwann mal, weit bevor die Sklaven befreit worden sind, in die Pampa abgesetzt hat. Und das sind die Quilombos. Und die Quilombos halten immer noch unheimlich zusammen, bilden eine kulturell und auch genetisch hochhomogene Gruppe. Sie leben in kleinen, sehr kleinen Lebensgemeinschaften von 30, 40 Leuten, manchmal auch ein bisschen größer. Und jetzt kommt das Tolle. Manche von ihnen leben noch so weit draußen, dass sie noch nie Elektrizität hatten und auch jetzt keine haben. Andere haben vor ein paar Jahren Elektrizität bekommen, wissen aber noch nicht so recht, damit umzugehen. Ich habe in diesen Hütten teilweise Eisschränke gesehen, die nicht eingesteckt waren, in denen Wäsche gelagert war, weil das sehr sicher vor irgendwelchen Insekten war. Die sie geschenkt bekommen haben von der Regierung. Mit dem Stromanschluss zusammen haben sie Eisschränke geschenkt bekommen und da wird Wäsche drin gelagert. Dann gibt es weitere, immer dieselbe Gruppe. Und dann gibt es weitere, die haben schon lange Elektrizität, haben sogar schon Handys und so weiter, leben aber noch auf dem Land. Und dann gibt es welche, die leben in Gemeinschaften ganz nah an der Stadt und gehen auch in der Stadt arbeiten. Und jetzt können wir das, was ich Ihnen vorhin schon gezeigt habe, diese Geschichte, die wir durchlebt haben, können wir anhand von einem homogenen, genetisch und kulturell homogenen Bevölkerungsgruppe, können wir sozusagen in einem Zeitpunkt versuchen zu rekonstruieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir große Überraschungen erleben werden. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, weil ich mir immer zu viel Zeit lasse.
mit so Waschmaschinen und solchen Sachen. Und ich zeige Ihnen das, was wir sozialen Jetlag nennen. Hier sind Schlaftagebücher von jeweils 6 Wochen. Und die roten Balken heißen Schlaf an Arbeitstagen und die grünen Balken heißen Schlaf an freien Tagen. Also 5 Arbeitstage, 2 freie Tage, 5 Arbeitstage, 2 freie Tage und so weiter. Das ist einer der glücklichsten Menschen in der Bevölkerung. Das ist nämlich ein Spättyp, der seine eigenen Arbeitszeiten selber bestimmen kann. Und daran sehen Sie schon, es ist kein Langschläfer. Der geht ins Bett ungefähr um 4 Uhr und steht so zwischen 11 und 12 auf. Der arbeitet genauso viel wie alle anderen. Jetzt zeige ich Ihnen den zweitglücklichsten und das ist ein extremer Frühtyp. Der wacht weit, bevor er überhaupt jemals zur Arbeit gehen müsste, wacht er auf. Langweilt sich. Freut sich auf die Sommerzeit. Die übrigens keine Sommerzeit, sondern nur eine Uhrenumstellung ist, mit der wir alle nicht zurechtkommen. Weder der, wie heißt der, Zentralanzeiger? Generalanzeiger. Also weder der Generalanzeiger noch irgendjemand anders. Also selbst ich muss nachdenken, was ist jetzt morgen? Weil unser Gehirn irgendwie, man macht das nicht. Man nimmt uns nicht einfach, sagt uns, morgen ist eine andere Zeit. Damit kann unser Gehirn nicht umgehen. Da müssen wir unsere Eselsbrücken, da gibt es solche so, Autumn is after und Spring is you spring forward, diese ganzen Sachen. Also das ist ein extremer Frühtyp und um Ihnen zu zeigen, wie unterschiedlich Menschen schlafen, die sich also sozusagen ein Bett teilen könnten, ohne sich jemals zu begegnen. Was Sie bei dem Spättypen hier sehen, ist, dass der Anfang des Schlafes und das Ende des Schlafes wirklich schön streut. Das soll in der Biologie so sein. Und dass zwischen den Arbeitstagen und den freien Tagen kein großer Unterschied ist. Bei dem Frühtypen sehen Sie auch, dass das relativ schön streut hier immer noch. Ja? Aber Sie sehen das, was wir von den Frühtypen kennen, dass die an Wochenenden schlafdepriviert werden. Warum? Das kennen Sie alle, die Frühtypen unter Ihnen. Da kommt nämlich diese Spätbevölkerung und sagt, sei doch nicht so langweilig. Komm doch einmal abends mit. Und dann geht man mit. Und dann kommt die innere Uhr und sagt, mir ist doch scheißegal, wann du ins Bett gegangen bist, jetzt stehen wir auf. Und das ist genau das, was wir bei allen Frühtypen sehen. Die werden hier abgeschnitten durch uns Spättypen. Die sind nicht langweilig, die sind nur früh dran. So, jetzt zeige ich Ihnen, was der Großteil der Bevölkerung, nicht so extrem wie dieser Mensch, durchlebt. Und hier sehen Sie, dass dieses Schlafende kein natürliches Schlafende ist, sondern das ist der Wecker. Und was Sie auch sehen, ist, dass man dass diese Menschen an Arbeitstagen viel zu wenig Schlaf bekommen, weil nämlich die innere Uhr denen, im Gegensatz zu den Frühtypen an freien Tagen, die sagt, mir doch egal, wann du ins Bett gegangen bist, jetzt stehen wir auf, sagt die innere Uhr, mir doch egal, wann du ins Bett gehst, jetzt schlafen wir noch nicht. Aber der Wecker sagt aufstehen. Und viele Menschen müssen sozusagen, gerade die Jugendlichen müssen in der Mitte ihrer inneren Nacht, sollen die Schule gehen. Und wenn man die nicht in die Schule gehen lässt, sondern ins Schlaflabor kommen lässt, zu genau demselben Zeitpunkt stellt man fest, die haben all Symptome von Narkoleptikern, die schlafen sofort ein und fallen in den REM-Schlaf. Sobald die hingelegt werden. Gleichzeitig kann man messen, dass sie einen Mikroschlaf nach dem anderen in der Schule haben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Mikroschlaf ist. Ich habe es letztens erlebt. Da habe ich mich auf die S-Bahn gewartet und die kam. Die Türen gingen auf und dann gingen die Türen sofort wieder zu und sie ist weggefahren und ich habe den Flieger verpasst. Und ich war so wütend, dass die noch nicht mal Leute einsteigen lassen, bis ich festgestellt habe, dass der volle Bahnsteig leer war. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt weißt du, was ein Mikroschlaf ist. Da tritt man so ein bisschen weg, schläft und die Welt merkt es nicht und fährt weiter. Dieser Unterschied zwischen dem, was Menschen an Arbeitstagen machen und Menschen an freien Tagen machen, das kann man quantifizieren und es sieht so aus, als ob man unter der Arbeitswoche in einer Zeitzone leben muss und unter den freien Tagen in einer anderen Zeitzone leben darf. Und da das so aussieht wie eine Jetlag-Situation, nur chronisch ist, haben wir das den sozialen Jetlag genannt. Und der hat viele Folgen.
13% der Bevölkerung leidet unter überhaupt keinem sozialen Jetlag. 13%. Das heißt, 87% leiden unter einem sozialen Jetlag. Und der kann bis zu mehreren Stunden sein. Das Alter, das ist hier Alter und die Höhe des sozialen Jetlags, das Alter, wo wir unter dem größten sozialen Jetlag leiden, ist so um 17 rum. Und jetzt komme ich zurück zu dieser Grafik, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die eigentlich so jedem bekannt sein sollte. Aber noch kein Mensch hat unterschieden, ja, wie sieht denn das mit der Schlafdauer an Arbeitstagen und an freien Tagen aus? Und das haben wir gemacht und das sieht so aus. Riesenunterschiede. Das ist das, was Menschen, das ist, um Sie daran zu erinnern, 10 Jahre, 80 Jahre, und das ist das, was Menschen an Arbeitstagen bekommen und das ist das, was Menschen an freien Tagen nachschlafen sozusagen. Das ist eine ganz andere Verteilung als diese hier. Und Sie sehen auch, dass das ein soziales Artefakt ist, denn mit 65 hört diese Diskrepanz schlagartig auf. Was hat das für Folgen? Je mehr sozialen Jetlag Sie haben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Raucher sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mehr oder desto mehr Alkohol nehmen Sie zu sich und desto mehr Koffein trinken Sie im Laufe des Tages. Und jetzt haben wir letztens herausgefunden, mit jeder Stunde sozialen Jetlag steigt die Chance, dass Sie fettleibig werden oder übergewichtig werden, um 33%, mit jeder Stunde. Und das wurde jetzt mittlerweile schon wieder biochemisch auch gezeigt. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Und was ich Ihnen hier zeige, ist der Jahresverlauf von der ersten bis zur 52. Woche von dem sozialen Jetlag. Und im Winter sind wir später dran, die Arbeitszeiten sind aber die gleiche, deshalb ist im Winter der soziale Jetlag höher als im Sommer. Aber was ist das für eine Zacke da? Was ist das für eine Zacke? Das ist die Sommerzeitumstellung. Schauen Sie, was für einen Effekt das hat auf die Bevölkerung. Weil es passiert nichts anderes, als dass wir eine Stunde früher zur Arbeit gehen sollen, alle. Und damit wir das nicht merken, stellen die unsere Uhren um. So rum ist das nämlich. Wir gehen alle einfach nur eine Stunde früher zur Arbeit. Und die innere Uhr kann nicht umgestellt werden und die merkt das sofort. Und daher erhöhen wir den sozialen Jetlag mit all seinen Konsequenzen. Was ich Ihnen jetzt nicht mehr zeige, damit wir noch genug Zeit haben zum Fragen, ist das, was ich jetzt aus diesen ganzen Erkenntnissen raus mache. Ich bin der Meinung, wir brauchen dringend ein weltweites Human Sleep Project, ähnlich wie man das Human Genome Project gemacht hat, indem man mal richtig guckt bei Leuten aller Art, von Blinden und Leuten, die krank sind, bis hin zu Leuten, die an der in der Stadt, auf dem Land, im Osten, im Westen einer Zeitzone, in Norwegen oder am Äquator leben, damit wir überhaupt mal einen Überblick bekommen, was ist denn eigentlich natürlicher Schlaf? Leute, die Elektrizität haben oder keine Elektrizität haben, so wie ich jetzt angefangen habe, das zu messen. Das müssen wir alles messen. Und dazu haben wir mittlerweile ganz einfache Methoden entwickelt, mit denen wir unter anderem die Schlafstruktur aus ganz einfachen Bewegungsmessern heraus analysieren können. Und dann können wir noch was anderes machen mittlerweile. Über das Licht können wir genau voraussagen, wo Ihre individuelle innere Uhr zu diesem Zeitpunkt ist. Und dazu will ich Ihnen noch schnell, das überspringe ich jetzt alles, noch schnell ein Bild zeigen über das, was man dann damit machen kann. Dies ist meine Registrierung von Schlafstruktur bei einer Reise nach Japan. Da muss man sich furchtbar vorstellen, weil die immer früher dran sind. Ja. Die ersten beiden Tage sind noch in München und dann bin ich nach Japan geflogen. Das sind die roten Schlafdinger. Sie sehen, mein Schlaf war in dieser Zeit nicht so besonders gut. Also er war sehr zersetzt.
Aber was Sie auch sehen, ist, dass ich messen konnte, dass meine innere Uhr, ich wusste immer, dass ich große Schwierigkeiten habe, nach Japan mich meine innere Uhr umzustellen. Nach Amerika habe ich überhaupt keine Probleme. Habe ich Ihnen ja schon erzählt, da wache ich um 5 Uhr auf und das ist wunderbar. Nach Japan stelle ich mich nicht um, weil ich als Chronobiologe einen Fehler gemacht habe. Denn als Chronobiologe sage ich immer allen Leuten, um euch umzustellen, lebt genau so wie die Bevölkerung dort. Das habe ich immer jedem gesagt, mir auch. Was passierte, da ich so spät dran war, war dieses Morgenlicht, dem ich mich ausgesetzt habe, für meine innere Uhr noch Abendlicht. Und Abendlicht macht nicht früher, sondern später. So dass eine Situation eintrat, in dem ich mit meinem Körper von Europa nach Japan geflogen bin und meine innere Uhr gesagt hat, nee, das mache ich nicht. I see you on the other side. Und dann ist die nach Boston und nach San Francisco nach Japan geflogen. Und deshalb hat die sich nicht vorgestellt, sondern das sehen Sie an diesem blauen Band, die stellte sich einfach nach. Und irgendwann trafen wir uns dann wieder. Aber, und das ist jetzt anekdotisch, ich habe einen Vortrag dort gehalten, der ging ganz gut, aber ich war nicht sehr zufrieden. Retrospektiv, weil das kann ich zur Zeit, in Zukunft können wir das richtig angucken, tagtäglich, wo ist gerade meine innere Uhr. Noch können wir das nicht, das können wir dann nach 6 Wochen, wenn wir die Sachen hochgeladen haben, ausgerechnet haben und so weiter. Dann stellte ich fest, dieser Vortrag, der war da. Das Band heißt mein inneres Schlaffenster und das war in der Mitte. Kein Wunder, dass der Vortrag nicht so gut war. Dann habe ich ein paar Wochen später einen Vortrag oder eine Woche später einen Vortrag gehalten, der ging richtig gut. Und der war da. Also man kann, das ist jetzt nur anekdotisch, aber ich sage voraus, dass wir in Zukunft uns alle sehr viel besser einteilen können, weil wir nämlich A, herausfinden können, wann können wir am besten und am effektivsten schlafen, denn dann brauchen wir nicht so viel Schlaf. Und B, wann sollten wir die Klappe aufmachen oder lieber schweigen. An diesen ganzen Dingen sind ganz viele Menschen beteiligt und jetzt bräuchte ich es wieder dunkel, weil ich habe nämlich den Film halbiert. Ich habe Ihnen nur die erste Hälfte des Films gezeigt, erinnern wir uns. Ein Motorradfahrer fragt einen Landwirt nach der Zeit, der fasst seinem, unter uns gesagt, jetzt ist nach 20 Uhr schon, nee, gell? Wie viel Uhr ist es? 20:03 Uhr. Ja, dann darf ich schon sagen, er fasst ihn an den Sack. Sonst hätte ich wieder Skrotum sagen müssen. Und sagt, wie viel Uhr es ist. Und der ist so fasziniert, dass er auf dem Rückweg aus der Stadt nochmal vorbeikommt. Und das wollte ich Ihnen zeigen. Er kommt also nochmal vorbei, fragt wieder, sagen Sie mal, wie viel Uhr es ist. Und der beschwert sich, sagt, ja, warum schon wieder? Ja, ich möchte wissen, wie viel Uhr es ist, sagen Sie es mir doch. Na gut. 7.15 Uhr. Wie bitte 7.15 Uhr? Ist es genau 7.15 Uhr? Wie machen Sie das nur, indem Sie Ihren... das habe ich jetzt nicht lesen können. Und so macht er das. Damit wollte ich Ihnen nur zeigen, obwohl ich ein Verfechter der inneren Uhr bin, es ist nicht alles innere Uhr. Vielen herzlichen Dank.